Willkommen hier bei uns bei Sky Sport News. Die neue Sportwoche, sie bringt etwas mit sich, das wir ewig nicht hatten. 19. November 2019, das letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Seitdem sitzen alle Fans auf dem Trockenen. Bis jetzt. Sprechen wir über das, was kommt, mit unserem Nationalmannschaftsreporter, mit Marc Behrenbeck in Stuttgart. Marc, kurzes Update. Was steht diese Woche an? Warum bist du in Stuttgart und was steht noch auf dem Plan? Ja, Jogi arbeitet mal wieder. Nein, Spaß beiseite. Also es ist nach 10 Monaten das erste Länderspiel und für Joachim Löw natürlich ein ganz besonderes, weil er seine Jungs mal wieder zusammen hat. Das waren schwierige Monate für alle, aber natürlich auch für den Bundestrainer, der ja bis auf beim DFB-Pokalfinale kein einziges Spiel gesehen hat. Denn mittlerweile wissen wir ja, Geisterspiele und auch die Plätze, die dort vor Ort sind, sind natürlich sehr, sehr abgezählt und selbst der Bundestrainer hat da keine Kärtchen bekommen, zum Beispiel für das Champions-League-Finale in Lissabon. Nationalmannschaft kommt zusammen. Und das ist die längste Pause und das vergegenwärtigt noch einmal so ein bisschen das Ausmaß, die es keine Länderspiele gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das zeigt, dass natürlich die Vorfreude jetzt umso größer ist. Ja, mit einem bisschen abgespeckten Kader. Die Bayern sind nicht mit dabei, die Leipziger sind nicht mit dabei, aber die deutsche Nationalmannschaft kommt wieder zusammen und spielt dann am Donnerstag gleich in einem richtig fetten Spiel gegen Spanien. In Stuttgart, Sonntag dann in Basel gegen die Schweiz. Marc, wir haben jetzt schon ein paar Bilder gesehen aus Stuttgart mit dem Bundestrainer, natürlich auch mit Maske im Gesicht. Ungewohntes Bild hat man so noch nicht gesehen. Wie denn läuft denn überhaupt konkret diese Länderspielwoche unter Corona-Bedingungen ab? Ja, man kreiert eine relativ strikte Bubble, eine Blase in der Nationalmannschaft. Man wird das Hotel nicht verlassen, auch nicht, um Zahnpasta zu kaufen. Genauso hat es Oliver Bierhoff letzte Woche auf der Pressekonferenz auch mit einem Lächeln gesagt. Und das fand ich richtig gut von Oliver Bierhoff, dem wird ja auch oft vorgeworfen, dass er vielleicht nicht selbstironisch ist, hat er gesagt, wir kreieren eine Blase. Viele haben uns das ja schon oft vorgeworfen, weil es gab ja die Diskussion, dass man mit einer gewissen Selbstherrlichkeit bei der Nationalmannschaft agiert hat, rund um die WM, eben auch in einer Blase gelebt hätte. Jetzt ist es leider die Corona-Blase, in der man sich befindet, aber die ist sehr strikt, also Nationalmannschaft sogar strikter als jetzt in der Bundesliga oder auch bei dem Champions-League-Turnier. Da durften die Spieler das Hotel verlassen, haben wenige gemacht, aber sie durften es theoretisch. Jetzt soll das nicht passieren. Die Spieler werden alle getestet, wenn sie ankommen. Einige reisen ja auch aus Risikogebieten an, beispielsweise Paris, und deswegen werden alle Spieler getestet. Dann wird gewartet, bis die Ergebnisse da sind, und heute Abend wird erst einmal trainiert. Das Ganze aber in den nächsten Wochen und Monaten auch so ein bisschen reingepresst in den Terminkalender. 8 Spiele in 11 Wochen, denn lange gab es keine Länderspiele und jetzt in den nächsten Wochen dann umso mehr. Marc, was ist zum Kader, zu Neuzugängen zu sagen? Ja, interessant auf alle Fälle. Klar, beim Torwart musste nachgelegt werden. Olli Baumann bekommt die Chance, weil ja Manuel Neuer nicht mit dabei ist und auch Marc-André Ter Stegen. Aber interessant auch Robin Gosens. Ich glaube, seine Geschichte ist für alle interessant. Jetzt ja auch mit Atalanta beim Final-8-Turnier mit dabei gewesen, hat einen riesen Entwicklungssprung gemacht. Er hätte ja schon im Sommer dabei sein sollen bei den Länderspielen, die dann abgesagt wurden. Deswegen für ihn natürlich was ganz Besonderes. Und Florian Neuhaus, der auch ein sehr interessanter Spieler ist, für, glaube ich, viele noch so ein bisschen unterm Radar, aber es war auch fast eine Frage der Zeit, bis er mal nominiert wird, einfach weil Jogi Löw sehr viel von ihm hält. Er hat in der U21 tolle Leistungen gezeigt und er ist auf der 6-8 auch eine super Alternative. Passsicherer Spieler, der manchmal so ein bisschen vielleicht fragiler im Zweikampf wirkt, aber gerade beim schnellen Pressing ist er einer, der, glaube ich, das Spiel antreiben kann, Schnelligkeit mit reinbringt. Also auch sehr interessant, Florian Neuhaus. Da bin ich mir fast sicher, oder ich würde ihn aufstellen gegen die Schweiz, denn da hat er auch schon gesagt, naja, da sind 4 Teamkollegen von Gladbach im Schweizer Kader mit dabei. Das wäre für Florian Neuhaus dann am Sonntag natürlich schon ein besonderes Spiel und ein Debüt in der Nationalmannschaft. Ja, da weiß er vielleicht ganz genau, wo die Achillesfersen sind, Marc. Ein Zusatz noch zum Kader, der diskutiert werden muss, weil die Rufe wieder laut geworden sind nach dem Triple-Erfolg der Bayern, nach einem überragenden Thomas Müller. Joachim Löw hat der ganzen Geschichte jetzt noch einmal einen Riegel vorgeschoben. Inwieweit meinst du, kann ihm das alles auch auf die Füße fallen? Total. Und das ist ein sehr kontroverses Thema, auch sehr emotional, was, glaube ich, auch bei jedem Fan diskutiert wird. Die einen sagen, hallo, in der Nationalmannschaft sollen doch die besten deutschen Spieler am Start sein. Und Thomas Müller gehört definitiv nach dem letzten halben, dreiviertel Jahr dazu. Auf der anderen Seite, und das sagt Joachim Löw, ist die Planung voll auf die Euro ausgerichtet. Und die jungen Spieler brauchen den Platz und die Spielzeit, um sich zu entfalten. Und Thomas Müller ist nicht die Zukunft für die nächsten 5 bis 20 Jahre in der Nationalmannschaft. Und deswegen will Joachim Löw diesen Raum den Spielern geben, die jetzt
jetzt eben vielleicht noch nicht ganz so weit sind, noch nicht Weltklasse. Die Argumentation kann man nachvollziehen. Trotzdem kann es natürlich gefährlich werden, wenn Joachim Löw dann vor der Euro merkt, zum Beispiel auf der 10er-Position hat er zu wenig Alternativen, Spieler funktionieren dort nicht, die eigentlich hätten reinwachsen sollen. Und dann muss er doch auf Thomas Müller zurückgreifen. Wäre natürlich irgendwo auch ein Eingeständnis eines Fehlers, einer Fehlentscheidung. Deswegen, das Thema birgt Gefahren. Aber Joachim Löw, und das war mir fast klar, bleibt sich treu, seiner Entscheidung treu. Und man kann sie nachvollziehen, seine Argumente. Trotzdem, Thomas Müller spielt derzeit richtig stark. Wie du ja schon sagst, ist einfach auch ein sehr emotional angehauchtes Thema. Definitiv die Geschichte rund um Thomas Müller. Marc, was haben unsere Zuschauer zu erwarten von dir als Nationalmannschaftsreporter, von der Nationalmannschaft die nächsten Tage in Stuttgart? Was wird zu sehen sein? Kandidat Schmidt hinstehen. Spaß an der Freude und am Fußball. Ja, erstmal jetzt kommen verschiedene schwarze Limousinen hier immer wieder an und werden die Spieler hier abliefern. Nico Schulz ist schon da, Andi Köpke, Joachim Löw, ihr habt es gesehen. Also das wird heute passieren, Trainingseinheiten und natürlich auch, und da sind wir uns alle einig, wir hoffen auf ein tolles Länderspiel, auch wenn es ohne Zuschauer stattfindet am Donnerstag. Der DFB wollte eigentlich zum ersten Mal wieder Zuschauer zulassen und vor allem auch systemrelevante, beispielsweise Pflegekräfte einladen. Geht aber nicht, weil die UEFA Zuschauern komplett ein Riegel vorgeschoben hat und deswegen ja. Und jetzt können wir uns einmal umdrehen. Ich glaube, es kommt gerade jemand, denn die Kollegen gehen dorthin. Wir schicken hier auch mal beiseite. Ah, Kai Havertz ist auch nicht uninteressant. Er kommt an, wird vorne abgeladen. Ja, nein, das stimmt. Deswegen könnte seine letzte Länderspielreise als Bayer Leverkusen-Spieler sein. Hat ja die Leistungstest gestern nicht absolviert. Das sind auch unsere Informationen. Heißt aber nicht, dass der Wechsel schon durch ist. Nein, er ist also hier bei der Nationalmannschaft und kommt gerade an, nicht in London, nicht beim Medizincheck. Aber der Deal ist auf alle Fälle auf den letzten Zentimetern, kann man fast sagen. Es geht nur noch um Details, das hat uns auch Chelsea übrigens bestätigt. Und heute um 18 Uhr gibt es da auch mehr News bei Transfer Update, die Show. Mit Marc Spielefeld. Marc, bleiben noch kurz drauf auf Kai Havertz. Und sagen dann aber, während er hinter den Geranien verschwindet, danke für die Live-Informationen aus Stuttgart. Bis später, Marc.